In einer Regierungsklausur hat die Salzburger Landesregierung den Landeshaushaltsvoranschlag für 2015 ausgearbeitet. Die Salzburgerinnen und Salzburger können für das Jahr 2015 etwas sehr Positives erwarten, nämlich dass das Land einen ausgeglichenen Haushalt hat, dass wir keine neuen Schulden machen, keine Neuverschuldung wird es geben. Und das ist einmal sicherlich die wichtigste Botschaft, um für die Zukunft sozusagen gerüstet zu sein. Und wir werden eine zweite wichtige Maßnahme setzen, dass wir mindestens 100 Millionen Euro für die Rückzahlung dieses riesigen Schuldenberges verwenden. Und diese Botschaft sozusagen soll eine positive in die Zukunft sein, dass wir unseren Finanzhaushalt wieder in Ordnung bringen und damit eben das Land wieder die Möglichkeit bekommt, alle wichtigen Aufgaben im Gesundheitsbereich, in der Kinderbetreuung, im sozialen Bereich und in den Investitionen, die notwendig sind, einfach Schritt für Schritt wieder mehr finanzielle Luft bekommen. Wir haben schon im Jänner 2014 begonnen, das Budget für 2015 vorzubereiten. Und das war richtig. Dadurch haben wir schrittweise uns den Themen annähern können. Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir weit früher als geplant, nämlich 2 Jahre früher als geplant, einen ausgeglichenen Haushalt darstellen können, ohne einen Euro Neuverschuldung. Darf Ihnen mitteilen, dass wir zumindest 100 Millionen Euro an Schulden zurückbezahlen können werden. Und ich denke, dass mit diesem Budget wahrscheinlich die Trendwende bei der Schuldenspirale des Landes geschafft ist. Wir haben bereits zu Jahresanfang 2014 mit den ersten Budgetverhandlungen begonnen. Das war auch wichtig, damit wir als Regierungsteam gemeinsam an das Thema herangehen, dass wir sozusagen alle an einem Strang ziehen. Heißt, einerseits zu wissen, was auch die Schwerpunktprojekte und auch die besonderen Anliegen der jeweils anderen Ressorts sind, das aufeinander abzustimmen und dann wirklich gemeinsam Buchungszeile für Buchungszeile quasi durchzugehen, sich auch Zeit zu nehmen, wiederholt Zeit zu nehmen, wie man an ein gemeinsames Budget herangeht, wo auch jeder die Dinge verfolgen kann, die ihm sehr wichtig sind und trotzdem sich als gemeinsames Ziel einsparen, sparsame und zweckmäßige Verwendung der öffentlichen Mittel zum Ziel zu setzen. Wir investieren deutlich mehr Geld im Jahr 2015 in den öffentlichen Verkehr. Wir haben ja bereits jetzt Akzente gesetzt mit der Super School Card oder mit dem City Ticket. Das werden wir fortfahren. Aber auch im Individualverkehr wird es Akzente geben. Wir können zukünftig mehr Geld in die Sanierung der Landesstraßen investieren. Es wird aber auch einige Neubauprojekte geben, wie zum Beispiel den Abfahrtautobahn Hagenau einerseits. Dann in Bad Figaun eine neue Haltestelle und eine neue Zufahrtssituation und einige kleinere Projekte, wie zum Beispiel ein Kreisverkehr in Bad Hofgastein oder in Biesendorf. Die gesamte Wohnbauförderung ist ein großer Wurf. Das ist eine komplette Systemumstellung in allen Bereichen. Mit dieser Wohnbauförderung werden zukünftig mehr Wohnungen gebaut werden, einerseits. Andererseits ganz klare Sozialkomponenten, wie zum Beispiel, dass mehr Menschen eine Wohnbeihilfe bekommen werden oder dass teure Altmieten so saniert werden, dass viele Menschen, nämlich insgesamt 19.000 Wohnungen in Salzburg, zukünftig weniger an Miete bezahlen werden.